Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Division. Und wenn wir Glück haben, während unser Techniker gleich mal wieder reinquatscht. Als wäre er wieder voller Touristen. So, wir sind hier noch immer mitten in der Mission. Jetzt halt doch endlich mal den Schnabel. Wenn sie sich den Rücken kaputt machen. Da vorne sind sie. Und wie er heißt, ihr habt es schon gehört, Anfo ist wieder dabei. Und natürlich auch der gute Kevin. Hallo. Hallo. Sind aber mitten hier in der Mission. Der gute Techniker quatscht hier ständig zwischen rein auf jeden Fall. Ja. Achtung, Granate, Anfo. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Eine Granate. So, echt. Der Schlüssel. Gib mir mal auf. Ja, warte, warte. Bin schon dabei, bin dabei. Achso, da kommt einer. Hey, Kev, Granate. Doch nicht, doch nicht, doch nicht. Dafür solltest du wissen. Wow, mich hat's erwischt. Komm mal hier rüber, Schnitzel. Blutende Wunde? Blutende Wunde? Was? Blutende Wunde? So ein Scheiß. Immer noch blutende Wunde? Mir jetzt. Das dauert kurz, dass es weg ist. Jo, dann weiter geht's, ne? Wow, 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 wow. Wieder Gegner voraus. Granate. Die ist außerhalb meiner Reichweite, beziehungsweise umgekehrt. Wow, danke. Wer hat auch wer den hinter mir weggemacht hat? Ich auch. Wir. Down. Voll, Granaten kurz über dir. Ja, der geht oben rauf. Granate bei dir. Einfach. Noch ein Granatenputzi. Andere Seite, Granatenputzi, Leute. Ja, der hat sich auf mich. Jetzt bin ich auch schon bereit. Wo sind der? Da. Komm mal raus, ich seh den ja nicht. Och, na, schon wieder auf mich, ja, sag mal. Der geht mir gerade dezent ein wenig auf die Senke. Mit seiner Granaten. Schon mal das Ding, bitte. Ja, aber auch nicht sterben will. Mach deinen nicht mal tot, Mann. Ah, jetzt ist er mir gefallen. Gegners? Ich nicht sehen war. Ich glaube von links, oder? Kann das sein? Rechts. Von rechts? Ach, tatsächlich, da sind sie. Oh, und dann auch gleich noch so viele. Granate. Oh. Oh, fuck. Kevin, ich bin down. Zu spät wegkommen. Danke. Granaten haben die jetzt hier nach mir geworfen, sind die doof. Da drüben immer noch am Leben, jetzt sechsmal. Irgendwo ist noch einer. Jeder noch unten beim Taxi. Ist. Lass das fallen, lass das fallen. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Blaue Kiste so, bei mir. Dann ab nach oben. Naja, erstmal das Stromrelais einsetzen. Achso, ja, eben, da war ja noch was. Oder dann auch noch verteidigen, da kommen dann ein paar Millionen Menschen. Wissen wir, ja, haben. Das wissen wir. Achso, ja. Auch diese Mission haben wir mit unserem Zweitcharakter schon mal gemacht. Ja, halt dumm davor steht, weißt du?
Ich wollte mal gucken, wie das ausschaut. Gucken, dass du das richtig machst. So, let's go. Gehen wir nach oben, oder? Ja, klar. Leider können sie nicht sofort verschwinden. Sie müssen noch einen Moment da bleiben und abwarten, ob alles richtig hochfährt. Tut mir leid, die Stellung ist exponiert. Die Rikers sind nicht dumm. Sie werden kommen. Und nach allem, was sie auf dem Weg hinein angestellt haben, werden die Blut sehen wollen. Warnung! Feinde entdeckt! Nahkämpfer. Oh, hier unten noch ein Nahkämpfer. Bei mir. Ja, ja. Da ist noch einer dabei. Geh zurück, da kommt noch einer hoch, Chef. Hab ich. Aber kaum nur Munition war. Ah, jetzt musst du wieder ewig nicht raus. Ich steig hier fest, Alter. Weiß er doch. Oh, der ist auch. Weitere Feinde entdeckt. Ihr habt hier nicht irgendwo eine Munitionskiste? Ja, da vorne irgendwo. Ja, da vorne auf der Straße. Die kommen von vorne. Ach, da hinten. Yep. Sniper dabei. Ja. Leitner. Fuck. Leitner, oh. Sniper sogar. Ja, der hat mir gerade richtig eine verbraten. Granaten führt sie direkt auf der anderen Seite bei mir hier. Ja, ich kann gerade leider nichts machen, also. Die sind zwei genau auf der anderen Seite von der Säule. Vorsicht! Ich merke gerade, man schießt auf mir. Naja, ich komm hier nicht runter, ich komm da nicht runter, ich komm da nicht runter, dann muss ich hier in Deckung gehen. Wir haben da hinten noch den goldenen Sniper, ne? Ja. Und da unten noch einen normalen Sniper. Assi! Achtung, der Visier an! Ich hier auf Sniper. Geht mit noch gut! Das sind drei Granate sogar. Bei dir! Ja, bin schon extra wenig auf Seite. Mal kuscheln. Wir kuscheln mal kurz, genau. Daneben. Raus hier. Ah, da links ist auch noch einer. Ja. Steht aber so blöd hinter seinem Baum, ich krieg den immer nicht. Granate bei uns. Oh. Daneben. Ich versuch mal von der Seite an den Sniper irgendwie ranzukommen ein bisschen. Ich hab mir festgesetzt, den goldenen. Das sind wir auch. Schnitzel, bei dir da kommen Leute raus. Wow! Sag mir das aber früher eine. Hast du die gehört? Und jetzt bei dir da oben ist auch irgendwer. Warte! Danke, wer auch immer einen Griff hat. Ich. Oh, fuck! Ich kümmere mich um den goldenen, wenn das in Ordnung für euch ist. Ja, ja, Mama. Wow! Achtung, Leute. Bei mir ist auch noch einer. Depot ist fertig. Achso, nee, das war Kev. Da war irgendwo einer. Da. Lila Granatenfutzi. Oh, da kommen noch welche raus. Lauf, 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 Granate bei uns. Rennen, Schnitzel! Nimm doch schon weg. Na. Ich konnte nicht weg, weil ich an dir festjagen hab, Mann. Wow, 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 hinter mir ist einer. Fuck, ich bin down. Da ist einer, Kevin.
Kevin, kannst du mir aufheben? Ja. Pass auf, da kommt einer. Jungs, kommt da oben runter, aber so schnell wie möglich. Granate. Ich muss da jetzt mitten durch, Scheiße! Ach Gott, war das ein Fail. Ach Gott, das war ein Fail vom Feinsten. Scheiße, ich bin down. Ich bin down. Kann man auch gekrochen. Ja, weil Anfang schreit hier, kommt runter, da oben. Das war eine Empfehlung. Ja, scheiß Empfehlung. Oh, ein Nahkämpfer bei mir. Ich bin oben, Kevin. Er kam hier rüber. Ja. Weißt du, ob ich das schaff? Nee, dann bleib da. Ja, ja, jetzt super, jetzt liege ich mittendrin. Nee, nee, passt. Oder passt doch nicht. Ey, wenn ich wegen dir verrecke war. Ja, dein Ratschlag war, komm rüber. Hilfe, Hilfe, Antwort, Hilfe, nochmal. Ja, ja, ich bin da schon unterwegs, aber hier schleicht noch ein Sniper rum. Der mir jetzt gerade voll eine verbraten hat. Da ist noch ein Sniper, der hat mir jetzt noch eine verbraten. Habt ihr das geschafft da oben? Nee, Mann. Weil ich kann nicht raus, die haben mich genau bekreuzt vorher. Ja, mich Sniper. Haben sie jetzt auch glatt. Ich kann nur hier oben in der Ecke versuchen, wo du vorhin saßt. Die Einzige, wo ich relativ sicher bin. Darfst du das ein bisschen rüber? Ich bin auf dem Welcher, ja. Ah, kommt einer hoch, da kommt einer hoch. Ja, den hab ich. Aua! Dreckiger Scharfschütze, ey. Bin da. Ich würde in Deckung gehen, wenn ich du wär. Ja, bin ich. So, jetzt hebe ich mal schnell Schnitzel auf. Husch, 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 husch. Hi, Schnitzel. Hi, hi. Machst du da Pause? Ja, ich mach Pause. Ich hab gerade so Werbeeinblendung bei mir auf dem Kanal. Ja, und Du müsstest ja gleich Respawn schon haben, oder? Ah, ne, ist ja kein Respawn, so. Bah! Nee, nee. Gegner. Die sind hart, oder? Ja. Oh. Lass mal in Deckung gehen, Scharnitzelchen. Ja, ja, bin schon dabei. So, wo ist er denn? Wenn der Europa kommt, habt ihr Heilung. Wie viel haben wir denn noch? Ja, ich bin jetzt wieder. Du hast drei Scharfschützen nochmal so am Rand erwähnt. So, okay, wir haben noch drei Gegner, richtig? Ja. Los, 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 los. Die hol ich mir von der Seite, die Pissnelken. Ja, ich bleib hier oben und dann kannst du von der Seite ran. Bin gleich da. Komm mal. Ah, hier ist der Boss gleich um der Ecke bei dir. Ja, da ist noch der Lila in der Vorsicht. Ah, aber die haben noch null Aim. Ich hab den ganz rechts. Die Pissnecke schießt tatsächlich von hier auf der anderen Seite mit der Hecke auf mich. Ich hab's auf mich. So, ich merk schon. Du schießt schön auf den Hinterkopf. Wobei paar neue Löcher in der Kapuze schießen. Fuck. Ja, die hätte ich getroffen, würde ich mal behaupten, wa? Mhm. Glaub schon. Die ist endlich. Da ist der nächste. Muss noch mal kurz nachladen. Ich komme jetzt auch von der anderen Seite. Ja, noch nachladen, hat hier ein Glück. Glaub schon. Down. Wir sind wieder im Geschäft. Das Netz ist wieder stabil und die Lichter brennen. Naja, jo. Zumindest die, die nicht kaputt geschossen wurden. So, was haben wir denn da so alles? Sieht wieder wie der Times Square aus. Es gibt eine Menge Leute, denen das etwas bedeutet. Aha, yes. Ist die cool? AK finde ich richtig. Er wollte meine vorhin schon. Aber gut, bei Mutti hätte er gerne gehabt. Links habe ich auch AK auf dem Weißer. AK ist meine Lieblingswaffe in dem Spiel, in viel keine Ahnung. Sollen wir mal den ganzen Spaß hier ein? Ich mag die M4-Varianten. Ich habe mir jetzt die Liberator gecraftet. Weil die hat ein bisschen mehr Damage als die AK bei mir, aber halt auch einfach einen wahnsinnigen Durchsatz an Munition. Das ist, die rausballert in der kurzen Zeit. So, wo ist denn die Munition? Fast die gleiche. Das gleiche Spray-Verhalten wie bei CSGO. Ah. Wo ist denn wieder die Munitionskiste? Die war doch hier auch in der Nähe. Steht doch daneben. Ach, da ist er. Ah. Agent, wir haben Überwachungsvideos gefunden. Sie zeigen, was zumindest aus ein paar unserer Kollegen aus der ersten Welle wurde. Das macht mich nur noch entschlossener. Merken Sie sich meine Worte. Das ist nicht die ganze Geschichte. Jo, das ist nicht die ganze Geschichte. Hier sind noch Elektronikteile, wa? Oh. Elektronikteile nehmen wir natürlich mit, ne? So, wir haben einen neuen Beweis verfügbar. Rikers Überwachungsaufnahmen. Ich hab auch noch die anderen beiden. Aber was haben wir denn hier noch rumliegen? Zack. Tränengasgranate.
Und noch eine Brandgranate, okay. So, und hier haben wir die netten Elektronikteile. Ich habe auch eine AK, eine grüne, aber bloß eine. Ja, ich hatte vorhin 3 AK mit Aimer bei mir. Eine so, dann würde ich. 16, eine MP5. Pfeife ist nicht schlecht. Dann würde ich sagen, machen wir uns zurück Richtung Operationsbasis. Na, ich rüste doch schnell meine neue AK aus. Und dann können wir das für mich aus tun. Ja, gut, machen wir Schnellreise dorthin, oder? Dann können wir die neuen Flügel oder den Flügel neu ausbauen. Beziehungsweise ich kann auch ein medizinischer Flügel noch weiter ausbauen gleich. Wir haben noch einen Bericht, einen neuen, den können wir uns noch ansehen. Und danach würde ich sagen, machen wir ein Folgenpäuschen. Hallo. 4227 Schaden. Also machen wir uns auf zur Operationsbasis, ne? Billig, Alter. 4-5. So. Okay, Mann. Ich bin schon mal auf dem Weg. Jawollo. Ach so, und tschüss dann halt so. Ach nee, noch nicht ganz tschüss. Nee. Aber gleich. Antwort ist schon ein paar Minuten voraus. Ja, ich lebe in der Zukunft. Ich habe keine Zeit für das hier und jetzt. So, wir werden eine Schnellreise machen. Genau so ist es. Beziehungsweise ich reise schon schnell. Ja, ich bin mal hinterher. Ich sammle noch schnell die Elektronikteile, uff. Ne, die hatte ich schon. Du kommst ab. Ich auch. Hätten wir eigentlich als nächstes für eine Mission? Gute Frage, nächste Frage. Da oben ist ein Medizinflügel-Mission, sehe ich noch auf der Map. Die ist, glaube ich, als nächstes war. Echte, ja. Ich glaube, es war Level 14 oder so. Das kann sein, aber ich schaue mir jetzt, bevor ich reingehe, erstmal den neuen Beweis an. Ich weiß nicht, Kevin, soll ich auf dich warten? Möchtest du das auch noch machen dann gleich? Hatte ich vor, ich brauche aber auch noch die anderen beiden Beweise, also. Ich kann so hinten dranhängen, im Endeffekt alles dreist und immer. Welcher meinst du? Meinst du das Cleaners Video und so? Ja. Die habe ich mir das letzte Mal noch nicht angeguckt. Ah ja, okay. Ne, die hatte ich schon mit drin. Wenn ich richtig liege. Aber das ist eine gute Idee, Kevin. Das können wir als schönen Abschluss machen. Die Rikers Überwachungskamera aufnahmen. Das machen wir dann zum Schluss. Wir gehen erstmal hier nochmal rein. Operationsbasis erweitern den ganzen Spaß und so weiter und so fort. Endlich meine Haftgranate. Und zum Abschluss werden wir uns dann dieses kleine Video anschauen. Die Idee ist ganz gut, Kevin. Sie leisten gute Arbeit, aber lassen Sie so. Auch von mir. Ich weiß nicht, was für Spiel. Ich kann einen Level 12 Liberator bauen. Hoffe ich doch, dass es meine Suchermine jetzt gleich gibt. Sollte eigentlich. Jo. Ja. Hat schon langsam ein bisschen Ähnlichkeit mit meiner Base. Okay. Also das ist ja auch meine. Damit kann ich arbeiten. Langsam. Sie sind ziemlich geschickt, wissen Sie das? Sehr schön. Jetzt kann ich die Suchermine ausrüsten. Ich finde das Teil absolut genial. Welchen Mod benutzt du? Hm? Welchen Mod du benutzt? Ich benutze noch gar nichts, weil ich noch gar nichts jetzt eingerichtet habe. Ich muss jetzt dann erst. Nun, wir haben beide reichlich zu tun. Wir reden später. Seid schon so weit voraus, Leute. Wie so weit voraus? Na, ich guck gerade erstmal mein ganzes Inventar durch. Hab ich vorhin schon gemacht. Was ich verbessern kann. Na, das mache ich dann im Off dann noch. Hören Sie, das ist ein guter Zeitpunkt. Das gehört dazu. Es geht hier recht schnell. So. Ich hätte es lieber oben, ja. Mhm, so ist es. Und im medizinischen Flügel bin ich auch gerade dabei, noch weiter zu... Ja, die Verbesserungen sehen gut aus. Wenn wir das überleben, hole ich sie in mein Labor.
So, dann haben wir das erledigt. Was soll's denn sein? Oh, eine AK. 47 Klassik. Nee, da kann ich noch nicht spottern. Die werde ich jetzt mal nehmen. Auch wenn ich gerade gesagt habe, ich werde das im Off machen, aber das werde ich dann doch jetzt gleich machen, wenn ich schon dabei bin. Zumindest so lange, bis Kevin dann da ist. Na, ich bin... Ich bin da. Du bist da. Gut, ja, dann würde ich einfach sagen, dann machen wir hier ein kleines Folgenpäuschen. Verabschieden uns und setzen hinterher noch den kleinen Bericht, den wir haben. Oder was hältst du davon, Kevin? Bin ich dafür. So, dann suche ich mir den mal raus. Bedanke mich erst einmal fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, wir haben es schon lange nicht mehr gesagt, das können wir mal wieder machen, glaube ich, Kevin, ne? Du das. Ja. Geht die Battlelei wieder los? Jetzt geht die Battlelei wieder los. Nein, Spaß. Wir battlen nicht, sondern ernsthaft, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder schreibt es in die Kommentare rein. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Oh,